Servus, grüezi, hallo und wieder recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur sechsten auf unserem Projekt Neu Bartelshagen Reloaded mit Precision Farming. Und wir stehen hier vor unserem neuen Hofsilo und unserem Schweinestall. So, und für heute habe ich mir aber gedacht, nehmen wir doch einfach mal den Hofsilo schon mal in Betrieb und ebenfalls auch den Schweinestall. Denn wir haben ja in unserem alten, in unserem anderen Silo, haben wir ja jede Menge Futter für die Schweine. Zumindest so eine Art Startration. Die werden wir uns dann abholen und unsere Schweine damit schon mal füttern. So bekommen wir dann jetzt auch langsam Leben auf unseren Hof. Ja, ich habe mir gedacht, wir nehmen die Bentheimer Schweine und da der Stall 80 Tiere fassen kann, nehmen wir einfach einen Teiler davon, nämlich 20. Und weil dann werden immer 20 Tiere auch reproduziert, das passt dann immer schön. Und dann nehmen wir auch gleich die Tiere, die schon ein bisschen älter sind, die also früher anfangen können, Tiere zu reproduzieren. Das passt so, die kaufen wir uns. Und das sind sie, die ersten Tiere in unserem Stall. Ja, und damit es denen gut geht, müssen die auch gefüttert werden und brauchen Stroh. Gesundheit ist 0%. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da Material reinbekommen. So, aber dazu möchte ich eigentlich nicht mit unseren beiden großen Treckern arbeiten, denn wir müssen da hinten immer noch das Feld, das Stroh vom Feld bekommen, vom letzten Feld. Und mit dem großen Trecker hier möchte ich dann eigentlich auch gleich anfangen, die Felder zu walzen, weil das steht noch aus. Deswegen werden wir uns jetzt einen schönen kleinen Hoftrecker kaufen, denn auch für diesen Schweinestall, da kommen wir nicht mit einem großen Hänger wie diesem da hinten rein. Da brauchen wir auch einen kleinen Hänger und da kaufen wir uns ein entsprechendes Gespann. Und da habe ich mir gedacht, weil ich den besonders gerne habe, ich finde, dass er nämlich einen optimalen Hoftrecker. Das ist einfach der Lintrack 130, der Lindner. Der passt, glaube ich, ganz gut auf den Hof. Den können wir dann auch mit dem Frontlader ausstatten. Und der wird dann auch später zum Beispiel für die Unkrautbekämpfung von mir eingesetzt. Und mit dem können wir natürlich dann auch auf unserer Wiese, auf unserem Grasfeld arbeiten. Mit dem Wender und mit dem Schwader. Also ich glaube, das Gerät mit 136 PS ist genau richtig. Wir nehmen mal ein paar andere Reifen. Ja. Nehmen wir mal die Mitas. Radgewichte nehme ich eigentlich immer. Den Frontladerbau können wir dann auch schon mal dazu machen. Und zwar Quicke. So, und das brauchen wir jetzt noch nicht. Und das ist die Nummer 6 auf unserem Hof. Okay, und der ist gekauft. So, dazu brauchen wir dann noch ein kleines Radgewicht. Frontgewicht, natürlich kein Radgewicht, das haben wir ja schon. Ich denke, 1000 Kilo sollten reichen. Ja. Nehmen wir dieses. Das passt immer. Gut. Und jetzt noch einen kleinen Anhänger. Und dann können wir damit anfangen, unsere Schweine zu füttern. Nichts Großes. Theoretisch würde der hier, der ist wohl ein bisschen zu klein, aber was mir wichtig ist, nicht mit Drehschemel. Das ist immer ein bisschen schwierig mit der Fahrerei. So, der hat 18 Kubik. Den kann man dann auch entsprechend aufrüsten, aber haben wir nicht noch ein bisschen was Kleineres? Weil wir brauchen ja gar nichts so Großes. Am Anfang auf jeden Fall. So, Reisch. 16 Kubik. Kommt da noch was? Ah, der Strautmann. Der Strautmann bietet sich ja an. So. 4 Kubik ist auf jeden Fall ein bisschen zu wenig. Nehmen wir 8. Ja, das passt. So, auch hier. Kennzeichen. Und die Nummer 7 auf dem Hof. Und gekauft. Okay. Dann gehen wir gleich mal hin. Da ist er. Und der soll dann schon mal anfangen, Futter für unsere Schweine zu holen. Ja.
Jetzt wäre es natürlich spannend zu sehen, ob der Helfer das automatisiert kann. Und hier sieht man jetzt auch, warum ich den so gerne habe. Das ist einfach diese Allradlenkung, die einem hilft, um die engen Kurven, um die engen herumzukommen. Hat jede Menge Platz. Und aus irgendeinem Grund hängen wir. Okay. Okay. Dann wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Also. Job erstellen. Aha. Nee, scheint nicht zu gehen. Er will nicht laden. Warum will er nicht laden? Na, dann müssen wir manuell fahren. So, Hauptfutter für unsere Schweine ist ja Mais. Das holen wir dann mal als erstes. Und Soja, Getreide kann man einwerfen. Im Prinzip sind ja Schweine sind ja Allesfresser. Da kann man eigentlich alles, Kartoffeln, Zuckerrüben, alles kann man denen zum Fressen geben. Aber Mais ist, bringt den höchsten Prozentsatz an Produktivität. Und deswegen holen wir als allererstes bei der ersten Fahrt uns eine Wagenladung Mais. Ja, ihr werdet es bemerkt haben, es kommt uns kein Verkehr entgegen. Ich habe ja, wie gesagt, den Verkehr bereits schon ausgeschaltet, weil mit Helfern es natürlich hier auch ein gewisses Problem gibt. Es ist halt so, dass hier immer ganze Kolonnen von Fahrzeugen kommen, dann kommt erstmal wieder gar nichts und dann kommt wieder die ganze Kolonne und wenn natürlich der Helfer dann in der Ausfahrt steht, dann dauert das alles ein bisschen lange. Deswegen habe ich jetzt erstmal die Helfer ausgeschaltet. Quatsch, den Verkehr, damit eben der Helfer nicht blockiert wird. So, dann sind wir jetzt hier bei unserem Meat-Silo, das, sobald es leer ist, ebenfalls dann verkauft wird. Weil hier haben wir noch jede Menge Getreide und sonstige Früchte drin, die wir natürlich noch benutzen wollen. So, Weizen, Mais. Dann fahren wir jetzt wieder zurück zum Hof und bringen unseren Schweinen das erste Futter. Ja, hier auf der linken Seite. Da seht ihr auch schon das Feld, das ich im Auge habe für die Expansion. Das heißt, im Moment haben wir ja bei uns ein kleines Grasfeld, aber dieses Grasfeld wird mit Sicherheit in den nächsten Folgen immer etwas kleiner werden, weil wir dort dann natürlich den Hof ausbauen und dann brauchen wir ein weiteres Grasfeld. Und da denke ich doch hier, dieses Feld auf der linken Seite ist prädestiniert dafür, dass wir uns das dann als nächstes kaufen, um es dann eben als Grasfeld benutzen zu können, weil es nicht allzu weit weg ist vom Hof. Und da kann man dann jede Menge Gras und Heu produzieren. Ja, da sind wir jetzt am Hof angekommen und nehmen mal den Haupteingang.
So, und dann müssen wir da rückwärts rein. So, jetzt vermute ich, dass es Kollision hat. Okay. So, dann schauen wir mal, was unsere Schweine zum Futter sagen. Ja, Basisfutter 50%, das ist eben der Mais und dadurch kriegen wir auch eine Effektivität von 50% hin. Getreide, Protein, mit Proteinen müsste Soja vor allen Dingen gemeint sein und dann Wurzelfrüchte, das wären dann eben Zuckerrüben oder Kartoffeln, die bringen 5%. Okay. Dann werden wir mit der nächsten Fuhre. Getreide holen. Aber jetzt muss ich doch nochmal schauen, warum das mit dem Helfer nicht funktioniert. Warum ich mit dem Lintrack und dem Anhänger. Naja. Dann fahren wir halt weiter manuell. So, dann halten wir mal kurz hier an dem Feld und schauen mal. Das ist wie gesagt unser Grasfeld und unser Expansionsfeld, mit dem wir dann hier dann noch zum Beispiel weitere Ställe bauen können oder Gewächshäuser oder was sonst noch so alles ansteht. In die Richtung werden wir expandieren. Auch hier kontrollieren wir mal kurz Precision Farming. Der Boden passt, pH-Wert, Stickstoff passt alles. Und hier erwarten wir auch einen Ertrag von 123%. Und Ertragspotenzial wäre 125, wenn wir eben das Feld noch walzen, weil oben steht es, Feldinfo muss gewalzt werden, dann würden wir hier noch 2% Ertrag bekommen. Das gleiche gilt übrigens auch für unser Feld, wo wir schon das Raps, den Raps angesät haben. Und da werden wir uns dann später noch eine Walze holen und dann das Feld eben walzen. So, jetzt machen wir uns nochmal auf den Weg zu unserem Silo und holen nochmal Getreide oder Weizen. So, macht der Gewohnheit, auch wenn wir den Verkehr ausgeschaltet haben, Stoppschild und trotzdem mal schauen, ob nicht noch was kommt. So, einen Blinker können wir auch mal benutzen. Den Richtungsanzeiger, wie es wohl, glaube ich, bürokratisch richtig heißt. So, dann schauen wir mal, was uns noch das Silo bietet. Okay. Also Mais, Raps, Gerste, Weizen, dann nehmen wir Weizen. Okay, 3000, fast 3100 Liter. Und zurück zum Hof. Ja, und während ich mich jetzt hier noch weiter um unsere Schweine kümmere und schaue, dass eben alles, was notwendig ist, die Schweine bekommen,
darf ich mich an der Stelle wieder mal recht herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß auf der Folge. Ich, der Bahnfarmer, sage vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, ciao, cheerio.